Super. Juck. Tusch. Eispfeil mal 5. Perfekt. Dankeschön. Und los jetzt. Nein. Sicher. Dann mache ich es halt anders. Ja! Sendradschrein. Willkommen, Pilger, mein Name ist Semrad. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Der richtige Zeitpunkt. Oh. Okay, das hat wieder irgendwas mit Zeit zu tun. So, das hasse ich, okay. Aber vielleicht kriege ich ja was gebacken. Da. Trifft es mich bestimmt. Ja. Ah, es geht auch gut rüber. Jetzt bin ich gefallen. Und dann kann ich eigentlich drüber springen. Das war es aber doch nicht schon. Also ich glaube kaum. Ach ja, okay. Das ist irgendwie ein bisschen unhandlich mit diesem. Oh, das ist direkt weg, das ist ein bisschen schon. Ich bin so weit weg. Das krieg ich jetzt gar nicht mehr. Da. Ja, da war er da drauf. Rüber. Noch eins rüber. Ach so. Ja, okay. Da muss ich jetzt wieder da wieder springen. Und das Wasser ablassen, glaube ich. So, da ist mein Bart. Okay.
Super. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Keiner weiß es so genau. Hätte ich vielleicht schnell schwimmen müssen. Das könnte natürlich sein, dass ich da hätte schwimmen. Aber bis ich da drüben bin. Ist ja doof. Okay. Aber vielleicht. Was bleibt das hier? Das ist ja. Okay, das bringt irgendwie nichts. Wie mache ich das am besten? Okay.
rüberrennen. Wie geht das jetzt? So geht's auch. Und hier jetzt brauche ich wieder Wasser. Das war klar. Brauche ich aber erstmal da die Kiste. Ah ne, das ist aber. Ich könnte ja nicht gehen. Okay. Ich überleg mal, wie das geht. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der Auserwählte hin. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Jetzt kann ich mir wieder Ausdauer holen. Das ist gut.